Es sind Sommerferien und aus dem Schulalter ist Katrin Schaub eigentlich schon lange raus. Doch heute drückt sie trotzdem nochmal die Schulbank. Die SAZ-Redakteurin will wissen, wie es sich anfühlt, so ein Ultraleichtflugzeug zu fliegen. Es wird ein Selbstversuch hier auf dem Flugplatz in Rendsburg. Doch viel Theorie gibt es vor ihrer ersten Flugstunde nicht. Nach einer kurzen Besprechung mit ihrem Fluglehrer soll es gleich hoch in die Luft gehen. Ich glaube, es ist vor allem wichtig, dass man auf das Wetter achtet, dass man rechtzeitig erkennt, wann man umkehren sollte. Das scheint besonders wichtig zu sein. Ich habe aber auch gelernt, dass es einen Fallschirm gibt, den man per Rakete ausklappen kann, ausfahren kann. Sollte man jetzt wieder erwarten, in eine Notsituation kommen, kann man sich so dann auch noch retten. Jetzt heißt es für Versuchspilotin Katrin anschnallen und eine letzte Einweisung in Steuerfunktionen und Sicherheit. Dann geht er schon los. Dann muss ich das Flugzeug alleine starten. Dann muss ich alleine rollen. So, dann zeige ich ihr den Abflugpunkt und dann geht's los in die Luft. Vor Start und Landung hat unsere Redakteurin am meisten Respekt. Bis zu 900 Meter fliegen sie hoch. Schleswig-Holstein aus der Vogelperspektive. Eine Stunde lang geht es erst in Richtung Westküste, einmal über Kiel und zurück über den Westensee. Den Fallschirm für den Notfall haben sie am Ende nicht gebraucht. Schwierig war ehrlich gesagt eigentlich wirklich gar nichts, weil ich aber auch wusste, im Zweifelsfall kann Hajo eingreifen und mir helfen, wenn ich irgendwas nicht hinkriege. Manchmal fand ich es ein wenig schwierig, das Flugzeug wieder in die Waagerechte zu bringen, also einfach wieder gerade das Flugzeug auszurichten. Aber auch das ging dann irgendwann. Ist ein bisschen eine Gefühlssache, aber es hat letztlich ganz gut geklappt. Sie hat es gar nicht begriffen, so richtig, was um ihr herum passiert. Sie hat einfach das gemacht, was man ihr gesagt hat. Sie hat es umgesetzt. Sie ist gestartet. Sie ist geflogen. Sie hat sich gefreut. Sie hat erst so nach einer Viertelstunde erst richtig mitbekommen, was rundherum um ihr, ja, was da passiert, dass sie es genießen kann. Und das, was ich zum Anfang gesagt habe, hat sie alles wiedergefunden. Das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Hajo ist ein super Lehrer, hat die Ruhe bewahrt und mir alles gezeigt und in Ruhe erklärt. Mich einfach auch mal ausprobieren lassen und das hat echt unheimlich viel Spaß gemacht.